Ja, hallo, willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir waren ja das letzte Mal im Gefecht mit dem Alien. Gefecht, wenn man so will. Also haben uns vor ihm versteckt. Deswegen sind wir auch hier im Startbildschirm, weil ich mich ja so elegant versteckt habe. Und werden jetzt mal versuchen, diese Keycard zu finden, um den Mr. Coolman da zu befreien. All das in der Hoffnung, dass das Alien uns ein bisschen in Ruhe lässt. Und zwar hoffentlich lang genug. So, was war das? 29 und 26. Ist sehr beunruhigend, dass es da direkt um die Ecke zu sein scheint. Irgendwo über mir. So, 29 und 26, wa? Oh oh. Einmal kurz auf die Karte schauen. 26 war ich schon. Da müsste es ja hier vorne sein. Hoffentlich. Oh oh. Und tschüss. Ja, töte uns, komm schon. Ah, ja, danke. Oh Mann. Aber immerhin, das musste ja irgendwann mal passieren. Aber hey, so habe ich wenigstens keine Munition verschwendet. Und diesmal kann ich mir hier auch den Umweg sparen. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wo ich hin muss. Okay, es ist in den Schacht verschwunden. Oh toll. Da war die Keycard. Warum sieht das hier so furchtbar aus? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. So, jetzt müssen wir zu Dr. Coolman. Ich bin mir ganz sicher, ich kann da jetzt durchgehen, wa? Jetzt einfach versuchen. Ja, es geht in die andere Richtung. Dann komme ich hier doch jetzt hoffentlich irgendwie durch, oder? Probieren wir es mal. Und toll, hier komme ich nur nach links. Da will ich aber doch gar nicht hin. Okay. Werde einfach versuchen, ganz ruhig und entspannt. Hier wegzukommen. Und die Dachluken zu meiden. Und zu hoffen, dass es mich jetzt nicht gleich von hinten aufspießt. Aber man kann es ja eigentlich immer recht gut hören. So, jetzt sind wir wieder hier am Eingang, korrekt?
wo wir hergekommen sind. Ja. Und Kuhlmann ist hier jetzt um die Ecke. Speichern wir erstmal. Ja, ich möchte überschreiben. Damn you, Coleman! You knew that thing was here! Now that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now the passcode. 1702, okay? Now let's get down to the dispensary. Verständlich die Aufregung. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. Please don't get killed by the alien now. Ach so, das ist nur er. Oh Gott. Erschreckt mich doch nicht so. Oh, ich habe da eine Vermutung, was da jetzt passiert. Und kein Alien? I'm surprised. Und Alien. Und tschüss. So, wo muss ich jetzt hin? Wieder zurück zum Fahrstuhl. Ich will eigentlich gar nicht genau sehen, was da passiert ist. Welcher von denen ist es denn? Einfach hier geradeaus. Jo, geht. War ja klar, dass er stirbt. So. Oh, hier war ich schon mal irgendwie. Speichern. Ich höre schon Bewegung in den Schächten. Mich daran erinnert, dass ich mal kurz die Gelegenheit nutze, um zu gucken. Wir haben keinen Compound B, okay. Nicht hilfreich. Was haben wir denn da? Das nehme ich mit. Wenn hier übrigens so viele andere noch auf der Station sind, warum verfolgt das Alien dann mich die ganze Zeit? Das finde ich nicht okay. Aber immerhin, wenn es einen erwischt, ist es wenigstens kurz und schmerzlos. So, was haben wir hier? Ich sammle einfach alles ein. Personal. Irgendwas über die Environmental Controls. Irgendwas mit dem Cooling System. Was auch immer das bringen soll. Okay, irgendwie ist das Alien hier, aber irgendwie auch nicht. Ich bleibe bei dem irgendwie auch nicht Teil. Bin ich völlig einverstanden. Aber ich finde hier auch nirgendwo ein Trauma-Kit. Ach so. Was bringt mir das jetzt?
Immerhin ist hier jetzt gerade nichts. Ach, jetzt ist die Tür da offen. Hier kann ich irgendwie aber nicht rein. Und wahrscheinlich muss ich da rein. Irgendwo da hinten. Aber nicht in diesem Gang bisher. Das ist nur irgendwo über mir. Vermute ich mal. Es wartet wahrscheinlich darauf, mich da reinzuziehen. Im richtigen Moment. Ach so, hier ist so ein Ding. Deshalb soll ich hier reingehen. Hör dich, Alien-Ding. Ach Mann, ey. Das ist echt nicht cool. Auch sehr irritiert, dass es bisher noch nicht hier sich, wie soll ich sagen, runtergetraut hat. Naja, soll mir recht sein. Senior medical officer. She'll be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Ja, du bist witzig. So, jetzt muss ich irgendwo ganz anders hin. Wie auch immer ich da hinkommen soll. Denn ich sehe da keine Tür. Mag sich bei mir in der Nähe aufhalten. For some reason. Das ist das, was ich nicht so richtig verstehe. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das im weiteren Spielverlauf noch äußern wird. Ob das Alien wirklich dann ab jetzt quasi permanent um mich rum ist. Weil das finde ich... Also für den... Für den Horror-Aspekt ja irgendwie okay. Aber für den logischen... Also von der Logik her ist es... Blödsinnig. Wie komme ich denn darüber? Ich will nicht durch den Schacht kriechen. I really don't. Aber ich fürchte, mir bleibt nichts anderes übrig. Denn das Vieh könnte im Schacht sein. Was sagt denn die Map hier? Erstmal gar nichts. Wer diese Schächte designt hat, ist auch ein schlimmer Sadist. Ich meine, die beleuchtet man doch. Wäre das Spiel so fies, mich hier mitten in das Alien reinzuschmeißen. Ich sehe es zumindest nirgends. Aber ich höre es. Da ganz hinten, okay. Oh Gott. Natürlich, der direkte Weg ist versperrt.
will. Jetzt bin ich verwirrt. Was detected ist denn hier? Irgendwas ist hier. Aber es bin nicht ich, oder? Logischerweise. Es ist einfach das Feuer. Dass sie irgendwie als Bewegung erkannt wird. Definitiv das Alien. Schade. Wow. Okay. Und jetzt geht hier noch die Tür zu. Ah, shit, 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 shit. Und da hat es uns. Ja. Tschüss. Oh Mann. Wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Bevor ich da durchgeklettert bin, ne? Ja. Okay. Also es ist definitiv hier. Definitiv hinter uns her. All die ganzen Sachen, von denen ich gehofft habe, dass es nicht so ist und dass vielleicht die Explosion es abschreckt, weil es schließlich ja Feuer nicht mag. Aber ja, dann hat es uns jetzt zweimal in dieser Aufnahme erwischt. Und ich weiß dann jetzt auch schon, dass es sinnlos ist, da rechts rumzugehen. Nee, warte mal, das war hier. Dann gehe ich direkt hier rum. Wo muss ich denn hin? Hier durch und dann links. Wenn hier wenigstens diese nervigen Androiden wären. Hä? Das verwirrt mich jetzt hier. Hier war doch die Explosion. Da bin ich doch vorhin schon lange... Hä? Lang gegangen. Speichern wir erstmal hier. Und gucken, was der Motion Detector sagt. Der hat nämlich gerade da ganz hinten. Okay, verstecken wir uns mal kurz. Natürlich ist es jetzt genau hier drin. Nein, du siehst mich nicht. Just ignore me. Wie nett von dir. Wenn wir mal wieder rauszukommen, kommen. Kann ich das bauen? Nein. Das ist wahrscheinlich das einzig Wirkungsvolle, was mir gegen das Alien irgendwie hilft.
Natürlich braucht es einfach mal die gleichen Materialien wie Medikits. Alles andere wäre ja auch zu einfach. Dieses elende Katz-und-Maus-Spiel, ne? Und das auch noch kombiniert mit dieser miesen Regisseur-KI, die dem Alien Tipps gibt, wo ich bin. Du siehst mich gar nicht. Danke. Ist natürlich auch toll, dass die Map hier so gemacht ist, dass wir ihm entgegenrennen müssen. Hier ist auch der Map-Screen, danke. So, also sind wir doch richtig gewesen beim ersten Mal. Na, super Urlaub. So, was soll ich jetzt tun? Information suchen. Okay. Ich verstecke mich mal kurz hier. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos, weil ich nicht weiß, beziehungsweise weil es mir zu unsicher erscheint, hier jetzt rauszugehen. Aber andererseits komme ich ja ohne auch nicht weiter. Also komm, mehr als sterben können wir nicht. Dispensary is empty. Ja, super. Ich hoffe, währenddessen passiert hier nichts. Gute Qualität. I have been placed under duress with regards to the compromise patient zero. And Ransom, Season's head of operations, he made certain threats for my career and my certification. I want that on record. God, that woman needed help. I didn't know what type of parasite she had encountered, but it had natürlich irgendwo musste das Reden der schließlich herkommen. I am so sorry. I had no way of knowing what would happen. Irgendwie beunruhigt es mich, dass wir hier dem Dingens immer näher kommen. Dem Screen. Boah, jetzt soll ich den ganzen Weg bis da hinten latschen. Alien ist gerade da vor uns irgendwo. Ich weiß halt auch nie genau bei dem Alien, ob es tatsächlich permanent auf der Map ist oder ob es auch sich teleportieren kann. Ich meine, ich hätte mal gelesen, dass es das tatsächlich kann. Verstecken wir uns noch mal kurz.
höre es. Not even here. So. Rennen wir doch mal kurz zum Save-Punkt und speichern wir. Und dann mache ich erstmal Schluss für heute. Denn das reicht mir für gerade erstmal wieder an Nervenkitzel. Aber ich sage natürlich wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liked mich und lasst mir ein Abo da. Das hilft mir sehr weiter. Und sage dann erstmal bis zum nächsten Mal. Und auf, dass wir uns noch ein bisschen weiter gruseln können hier. Bis dann!